Ja, schön. Ja, schön, dass ihr beim Dark Pass mit bei seid. Dass schön, dass ihr dabei seid. Schön, dass, dass ihr rauskommt. Dass ihr unseren Wahnsinn mit beigewohnt habt. Hey, wir waren bei der Schweinekälte beim Frostfeuernächten und am ersten Tag. Ja. Donnerstag beim Crew-Warm-up. Also, wie gesagt, wir können schon ein bisschen, wir haben Bock. So, jetzt sag mir doch erstmal, warum trinkst du hier Berliner Pilsen, obwohl ja Iron Kindlepest heißt? Ja, weil kenne ich nicht anders. Das ist ein grundlegendes Blackland-Problem. Die bieten leider kein qualitativ hochwertiges Bier an. Genau. Ich meine, eigentlich, das war auch im Endeffekt mein erstes Argument, wo ich reinkam ins Backstage. Was? Was läuft denn hier? Ja. Ich meine, beim Thema Pest sind wir eigentlich bei Berliner Pilsen eigentlich richtig, oder? Nee. Da müsste es ein Corona-Bier nehmen. Nee, aber am Ende ist es doch die gleiche Brauerei, am Zahn der Zeit ist, ne? Ja, nee, Pest ist ja ein Black-Metal-Ding in unserer Band. So, ne? Das ist ja, hat ja praktisch drei Schemen. Du hast Iron, Thrash-Metal, Kindle, Suff, Punk, Scheiß, keine Ahnung was. Und Pest ist das Black-Metal-Ding. Genau. Was da ist, oder? Also du bist hier sozusagen der das Ganze hier gestartet hat. Ist das richtig? Ich würde es so behaupten wollen, ja. Ja, kann man auch so unterstützen. Genau. Du siehst auch ein paar Jahre jünger aus als die anderen beiden hier, ohne euch zu nahe treten zu wollen, Jungs, Entschuldigung. Also jetzt bin ich auch ein bisschen. Die Jugend hatte eine Idee, dann kamen die Alten dazu und haben dann das Ding in Form gebracht. Das liegt an meinem Charme der 80er Jahre, die fühlen sich immer angezogen, ist es, weil junger Mensch mit super cool und dann kommen die Alten, denken sie, oh, so würde ich auch ja nochmal sein. Ne? Nee, wir waren damals so. Wir waren damals so. Die wollen doch mal erleben, weil die kriegen hier noch. Ja. So, Opa, erzähl doch mal vom Krieg. Nee, aber ey, Der Krieg ist jeden. Das war Hip-Hop. Der Krieg war Hip-Hop. Er hat ein richtiges Battle. Ich hab mal früher mal ein bisschen Hip-Hop verarscht, ja. Das Liebesleben der Pflaster schon. Ja, er war schon. Nee. Er war ein richtiger Hip-Hop-Dude, er hat gebettelt. Fakt ist eins, dass. Sag nicht Fakt. Ja, fucken tun wir auch, ja. Du kannst fuck, shit, pussy, cunt, kannst du alles sagen, es ist alles egal. Ist ja intern Radio, TV. Fakt ist eins, ich bin cool, die haben es mitgekriegt und die wollten Bock mitzumachen. Genau, und wir haben ihm unsere Erfahrung mitgegeben, dass er halt. Das ist nicht gerade ihm sein. Deswegen bin ich jetzt innerhalb von 10 Jahren, 20 Jahre gealtert. Dann bist du ja nur halb so alt wie die beiden hier, wa? Also ich bin jetzt 30 und er ist glaube ich 60. Ja, und die sind auch noch verwandt. Nein, die beiden. Nee, verwandt sind wir nicht. Es ist eine Familienband. Nein, ich nicht. Ich bin da nicht da. Ja doch. Nein. Aber wir haben alle musikalische Vorprägungen von diversen anderen Geschichten. Aber erzähl doch mal, was hast du früher gemacht? Wir haben so ein Viking-Metal-Band gemacht früher. Ja. Und er hat auch so ein bisschen. Ich bin Schlagzeuger von Men hier noch. Genau. Nebenbei. Den haben wir uns dann rangezogen, weil Men hier ist jetzt auch gerade irgendwo noch im Wald. Irgendwo. Aber da kommt bestimmt auch bald was Neues. Und. Nee, Fakt ist, Iron Kindlepest. Er hat eine ziemlich coole Geschichte. Sich ausgesponnen. Wir haben die Musik zugemacht. Und wir haben einfach wahnsinnig viel Spaß. Das muss ich sagen, wirklich. Also die Jungs haben mich ja eingeladen. Die haben mich eingeladen zur Probe. Und ich war sehr, 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 sehr skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die ersten Aufnahmen waren sehr... Ja, doch, die waren sehr... Aber es hat so einen Spaß gemacht. Wirklich, also schau ich dir in die Augen. Es hat mit den beiden so einen Spaß gemacht, einfach Mucke zu machen. Genau. Das hast du wirklich ganz selten, wenn du ganz viel... Das Feeling des Metals. Und dann sagst du, ey, Alter, was ist das denn? Wie geil ist das denn? Einfach Spaß haben. Und das wollen wir halt einfach den als Leuten Publikum rüberbringen. Spaß haben mit dem Publikum. Es geht nicht um irgendwas. Um Politik, fuck, Scheiße. Oder Ruhm oder sonst was. Einfach Spaß mit den Leuten haben. Um die heilige Kiste Kindle, die geklaut wird und die wir versuchen wieder in unserer Geschichte zurückzuholen, ja? Und das wird noch richtig böse. Das könnt ihr auf unserem Album dann irgendwann hören. Das Aber Jonas, erzähl doch mal die Geschichte, die Frank schon angesprochen hat. Die Geschichte ist, also wie gesagt, was jetzt auf dem ersten Album, was ja heute veröffentlicht wurde, ne, ist ja eigentlich die Vollgeschichte. Lords of the Bottle, wenn ich es mal sagen darf. Lords of the Bottle ist ja praktisch die Vollgeschichte, die praktisch dem Kindle-Troll, ja, weil jedes Bier hat einen eigenen Gott, ja. Genau. Und jeder eigene Biergott hat praktisch für sich so einen Schutzpatron erwählt, ne? Der Kindlgott hat natürlich den Kindl-Troll zu dem seinigen erwählt, ne? Genauso hat praktisch Berliner Pilsner oder Sternburg einen eigenen Schutzpatron. Dann gibt's aber noch, ist der Oettinger. Dann gibt es auch ganz schlimme Biere, ne? Die haben auch einen Schutzpatron. Die Und diese Schutzpatronen sind natürlich ein bisschen eifersüchtig, weil die halt so ein
Bier haben. Ne? Ich wäre so ein geiles Bier. Natürlich eifersüchtig, ne? Und deswegen haben sie sich natürlich verschworen auch zusammen und haben natürlich den besten, dem Kindeltroll seinen magischen Kasten geklaut. Der niemals leer wird. Genau. Und im Übrigen haben wir keinen Vertrag mit Kindle. Obwohl, wenn sie es jetzt hören, vielleicht. Schon. Mir wurde gesagt, ihr habt schon angefragt und sie haben nicht geantwortet. Nee, haben sie nicht. Ja. Das werden wir ändern. Also auf jeden Fall, um da zu bleiben, auf jeden Fall haben sie den Kasten geklaut. Und das ist praktisch die Vorgeschichte, wie praktisch wir sind auch Protagonisten innerhalb der Geschichte, wie wir uns praktisch formieren und dann losmarschieren in die Saga, die sich dann noch weiter spinnen wird in den nächsten 20 Alben, in den nächsten 50 Jahren. So ein Dreh. Ist der Grund, wir sind halt Ur-Berliner und deswegen auch genau. Das Kindle da drin. Deswegen. Genau, ist der Grundplan. Deswegen Street Metal, weil Berliner. Und dann in 30 Jahren lösen wir uns. Wir wollen einfach mit den anderen Berlinern. In 30 Spaß Jahren haben. Lösen wir uns dann für 20 Jahre auf. Also, dann sind die beiden doch schon 100, oder? Ja, so, ihr fühlt. Ey, come on! Ah, die Medizin, also ich bin nicht so alt wie er. Die Medizin entwickelt sich auch weiter. Ich bin da positiver Dinge. Ja, ich denke schon, dass wir uns da Richtung Star Trek ein bisschen entwickeln werden. So mit. So GGL-mäßig? Nee, Star Trek-mäßig eher. Wisst ihr, mit glutenfreies veganes Bier. Ja. Genau. Furchtbar eigentlich. Ne? Furchtbar, genau. Hier so alkoholfreies Bier, was nach Alkoholbier trinkt. Nee, eigentlich ist Star Trek ziemlich scheiße, was da angeht. Lass mich gerade in anderen. Ist Bier nicht komplett vegan? Nein, Star Trek ist Bier aus den Replikatoren ja generell alkoholfrei, habe ich. Furchtbar eigentlich. Captain Picard gefällt das nicht. Aber erzählt mal von Lords of the Bottle, was ihr jetzt gerade heute rausgebracht habt. Was gibt's dazu zu sagen? Ja, was soll ich dazu sagen? Ist ein geiles Album. Ist ein geiles Album, ist auf jeden Fall 4-5 Jahre Arbeit drin, würde ich sagen. Also Songs aus 5 Jahren. Und na klar, ist also wie jedes erste Album, ne? Die besten Songs, die man aus 5 Jahren Arbeit miteinander macht, die kommen halt auf das erste Album. Das zweite Album wird, glaube ich, wesentlich interessanter und spannender für uns, weil das ist ein ernst neuer Weg, den wir auch mit Erwin. Lass mich mal kurz aus, den wir mit Erwin auch bestreiten, weil die meisten Songs auf dem ersten Album haben wir ja mehr oder weniger auch noch mit unserem alten Schlagzeuger geschrieben. Der Mighty War Opa. Und mit Erwin kommt ja jetzt eine ganz neue Geschichte, wo wir ganz neue andere Möglichkeiten haben, technisch und altmögliche. Und das wird schon dann spannend. Also er kann auch spielen. Er kann spielen, ja. In Gegensatz zu uns kann er spielen, ja. Ja, das wird auf jeden Fall eine spannende Sache und ich bin auch ein bisschen aufgeregt, was das halt angeht, was das die Zukunft bringen wird. Ja. Habt ihr denn schon Pläne, irgendwie Gigs bestätigt oder plant ihr irgendwie eine Europatour? Hell of the 43, 45. Also, die Sache ist, jetzt wo das Album rauskommt, war für die Planung, jetzt für die Festivals und alles schon zu spät. Wir sind jetzt, also machen gerne nochmal, also wenn jetzt jemand ausfällt, also mal gerne dabei, aber die Planung fängt jetzt für nächstes Jahr dann erst an, weil die Festivals sind alle ausgebucht. Da brauchen wir dieses Jahr nicht mehr. Wir haben halt viel Zeit in das Album gesetzt und doch viel investiert. Die Strippen sind gezogen. Ja, und du brauchst auch zu den Veranstaltungen nicht kommen ohne wirklich einen guten Track. Und ich denke jetzt, die Tracks, die wir haben, sind schon. Erzählt mal, wenn ich jetzt das sehe und denke, boah, geil, den Scheißweg kaufen, was muss ich machen? Kaufen. Es gibt gerade alle, ich habe heute, wir haben heute das auch bei über die digitalen Medien freigeschaltet. Die modernen Medien. Also Spotify und so ist dann ab heute auch erhältlich. Das gesamte Album, vor allen Dingen mit dem Layout und so, das ist natürlich was Spezielles. Auch mit diesen Intros, dass uns hier der Veranstalter vom Berliner Bierfest eingesprochen hat. Ja, das ist natürlich toll, nur ja. Auf der physischen CD erhältlich, aber das ist schon was Schönes. Ja. Also wenn man die CD kaufen will, einfach auf Facebook anschreiben, ja, Geld überweisen, dann ist Feuer frei. Kriegt er natürlich nichts. Ich wollte gerade sagen, ihr habt auch noch ein bisschen mehr am Start, war? Drei verschiedenfarbige Patches habe ich gesehen. Ja. Shirts, Nickies, wie du sagst hier. Als alter Aussie, muss man ja so sagen. T-Shirt, klingt doof. Wir machen Nickies. No? Ansonsten, wir haben Bock zu zocken. Wir haben Bock zu zocken. Man lernt sich live auch immer wieder neu kennen.
Können wir sagen. Also uns ist das Wichtigste, mit Leuten Spaß zu haben. Und deswegen ist es einfach für uns das Wichtige, zu spielen. Überhaupt nicht wegen Ruhm oder wegen irgendwas, sondern einfach nur mit den Leuten Spaß zu haben, weil... die unseren Wahnsinn mit uns teilen. Und deswegen, weil Candy von Blackland ist ja nur auch ein ziemlich cooler Veranstalter und hat uns auch sehr gute Möglichkeiten hier auch beschert im Blackland, also meinem persönlichen zweiten Wohnzimmer, weil es hier eine Familie, das ist hier so eine coole Atmosphäre. Und wenn die Leute immer sagen, was spielen denn da für Bands, Blödsinn, das ist hier ein cooler internationaler Club. Und deswegen wir sind offen, Metal-mäßig, egal wer wo wie herkommt. Fuck Politik, besser, wir wollen einfach nur Metal machen, wie es damals war. Und das habt ihr... Das ist eine ganz wichtige Aussage, auch, wie auch jeder über die Zustände denken mag, die jetzt hier irgendwo herrschen, ist uns egal. Aber, ne, wir sind the Lords of a Bottle, Punkt. Und wir wollen den heiligen Kasten, der niemals leer wird, wieder zurück ins Blackland-Reich, ins Kindl-Reich holen. Genau. Verdammte Corona. Genau. Ja. Danke. Ja. Wir haben sogar auf der Bühne diesen Corona-Dings gehabt, aber es ist leider zerbrochen. So ein kleiner Störfaktor, der uns jetzt gerade aktuell stört. Aber wer weiß. Ich habe gehört, Bier soll Viren abtöten. Insofern trinken wir alle ein Kindle. Sind wir an der vordersten Front. Auf jeden Fall. Hat sehr viel Spaß gemacht mit euch Jungs. Ja. Vielen Dank. Danke, dass ihr heute da wart. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Habt ein geiles Festival. Wir werden morgen auch da am Start sein und uns und unser Volk mischen. Und dann? Party hart. No. Feuer frei. Geht auf Facebook, geht zur Iron Kindle Pest, schreibt ihnen eine Nachricht, schickt ihnen Heavy Metal nix im Channel und 4x6 ist super evil. Und kauft ihr neues Album. Vielen Dank. Danke. Danke, Jungs.